Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp Vondrak, guten Tag. In Bludenz könnte die Bürgermeisterstichwahl wiederholt werden müssen. Die Wahl ist ja wegen der Wahlkartenaffäre anfechtbar. Ob Wahlverlierer Mario Leiter das macht, ist aber noch offen. Er werde das Ergebnis erst mit seinem SPÖ-Team besprechen. Die Wahl wurde ja nur mit 27 Stimmen Unterschied entschieden. SPÖ-Landeschef Michael Ritsch könnte sich eine Wahlwiederholung durchaus vorstellen. Ich empfehle gar nichts, aber ich habe es von der Entfernung beobachtet, was die ÖVP alles offensichtlich aufgeführt hat. Und wie gesagt, man muss jetzt kühlen Kopf bewahren, aber man sollte sich auch nicht immer alles gefallen lassen von dieser ÖVP. Und darum sage ich, genau ansehen und dann überlegen, was man tut. Die ÖVP soll ja eigenmächtig und ohne Vollmachten Wahlkarten im Gemeindeamt mitgenommen haben, um sie zu verteilen. Im Nachhinein bezeichnete ÖVP-Bürgermeister Mandy Katzenmeier die Aktion als übermotiviert. Stundenlang war die Feuerwehr bei einem Brand mitten in Bregenz im Einsatz. Im Dachstuhl eines unbewohnten Hauses bei der Herz-Jesu-Kirche ist am Sonntagvormittag Feuer ausgebrochen. Glutnester entfachten das Feuer immer wieder aufs Neue. Erst am Abend konnte Brand ausgegeben werden. Es wurde niemand verletzt. Warum der Brand in dem unbewohnten Haus ausgebrochen ist, muss noch geklärt werden. Die Schau, die Frühlingsmesse in Dornbirn, hat heuer weniger Besucher angelockt. 57.000 wurden gezählt, das sind um rund 3.000 weniger als bei der ersten Ausgabe der neuen Frühjahrsmesse im Vorjahr. Laut Organisator Bernd Hagen werde jetzt analysiert. Und Lustenau gegen Feldkirch lautet das Duell im Finale der Eishockey International League. Die Feldkircher setzten sich gegen Jesenice durch, die Lustenauer siegten gegen Zell am See. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis morgen.